Hallo Leute und willkommen zurück bei Lara Croft und der Tempel des Osiris Fokker. Hör auf damit. Ja. Ich muss noch mal ein bisschen rächen, Arnold. Oh Gott. Doch nochmal sterben. Ja. Ist okay, ist okay. Ist okay, immer auf die Ausländer, schon okay. So haben wir es gern. Alle gegen einen. Das verstärkt euer Gruppengefühl, eure Gruppendynamik, wenn ihr gegen einen seid. So, komm, wir gehen jetzt. Jetzt weiter. Das Knacken. Ja, warte, Moment, Schädel. Der beste Weg, dass ich nach unten sehe, ist zu sagen, ich soll nicht nach unten sehen. Ach so, hier ist noch gar kein Gas an. Sehen Sie nach unten. Nein, hinter dir. Der Edelstein. Ja, ich habe das Gas angemacht. Well. Ah, sehr gut. Wusch. Jetzt müsst. Ah nee, wir müssen wieder mit dem Haken. Ihr müsst alles machen, das sind eure Level. Ich hör das cool. Moment, mal hoch. Keiner? Hey, ich hab nicht losgelassen. Knapp, das war so knapp. Ist ja ausgegangen. Guck mal, hier oben bei mir ist aber auch noch was, ne? Hier. Oh, da ist noch ein Durchgang, dann lass uns doch mal da eben hin. Ja, okay, lass mich wieder hier allein. Schon okay. Tschüss, Fokker. Tschüss. Mach's gut. Da ist aber nichts, das ist nur Gas. Ne. Ja, da kommt man echt nicht. Ey, könnt ihr auch so drüber laufen. Sag mal, Fokker. Hm, was ist? Findest du das lustig, oder? Nee, wie oft habt ihr mich jetzt in die Luft gesprengt? Boah, was? Hä, was ist passiert? Es geht nicht mehr, das Feuer. Ich gehe jetzt nicht rüber, wenn ihr Trash sprengt. Kannst du das rüber sprengen? Nein, ich geh da nicht rüber. Ich stell mich hier hin. Das ist Kitties Bombe übrigens, nicht meine. Ich hab nichts gemacht. Ja, ich hab nichts gemacht. Jetzt bin ich hier unten. Warum geht das Gas nicht mehr? Achso, weil hier. Könnt ihr das hier anzünden? Jetzt mach doch mal eure Bomben weg. Trash, kannst du das hier anzünden? Warte. Ja, für Edelsteine. Achso, okay. Bitte? Zünd das gerade an, genau. Das geht gar nicht, wenn du keinen auf dem Schalter ist. Jetzt geht's, oh. Jetzt geht's. Aber wie cool ist das denn? Oh Gott. Okay. Das war dann eben mit dem Kabel schon wieder. Oh, ich find's heute so lustig. Aber nur heute. Ja, macht Spaß. Also, ich hab durchaus Spaß am Spiel, aber es ist trotzdem mega verbuggt. Mechanismus hab ich noch nie gesehen. Was ist das denn? Darauf? Nee. Ich muss mal kurz darüber nachdenken. Er hat durchaus Spaß am Spiel. Ah, nach oben hier, glaube ich. Okay. Oh, ich bin wieder in die Stacheln gesprungen. Weißt du, das war's schon? Es geht nicht weit hoch. Ich dachte hier auf das andere Ding. Ah, hier könnt ihr übrigens was anmachen. Ah nee, da kommt noch kein Gas raus. Warte mal. Moment, geh mal drauf, geh. Okay. Kommt man da. Ah, okay. Wir sind fast am Ziel. Ihr müsst hier hochspringen, die Kugel. Ach, guck mal, hier kann ich. Mit einer Bombe, meinst du? Trash, kannst du hier auf die Fackeln machen? Warte. Ja. Okay, jetzt kommt die Kugel. Noch ein bisschen. Nee, glaube ich nicht. Jemand muss hier stehen bleiben. Kitty, bleib mal Kitty? Da stehen. Lass dich machen. Hä? Auf die Plattform, auf wo ich stand. So, jetzt Trash Gas an. Beziehungsweise Feuer an. Du Liebe. Sehr schön. Und das jetzt mal, da musst Feuer. Du. Jetzt kannst du hier das anmachen. Und dann? Dann sollte theoretisch hier das Gitter aufgehen und dann sollte ich die Kugel da reinschieben können. Das geht, ah doch, jetzt. Ne, da geht passiert? Nichts an. Nee. Was das jetzt? Vielleicht müssen ja beide Dinge an sein. Kann sind sein? Doch beide an. Ne, das rechte ist nicht an. Doch, der bei mir sind beide an. Bei mir nicht. Kannst du mal die Plattform hier hoch machen? Ja. Was bringt denn so viel? Da brauchen wir die Kugel, ja. Ich glaube, es ist irgendwo wieder verbuggt, weil theoretisch müsste hier das Gitter aufgehen, damit ich die Kugel da hinschieben kann, damit du sie da reindrücken kannst. Ja, also wie gesagt, bei mir jetzt kannst du mal das linke Feuer. Ich bin gerade vom Schalter runter. Also bei mir ist lediglich. Bei mir ist gar kein Feuer an. Das hier ist jetzt bei mir an. Ja, das sieht aus. Da muss Kitty kannst du mal springen auf die. Oder, ja. Ja, jetzt. Das bringt aber auch nichts. Hä? Ah, Moment, Kitty, kannst du mal rüberspringen zu Bru und auf die Kugel da schießen? Nee, wenn sie jetzt rüber. Jetzt da drauf schießen. Aha! Ah, okay. Clever, Fokker, clever. Ah. Jetzt kommt die Kugel auch hoch. Jetzt kannst du die hochsprengen. Oder mach die mal hoch und ich springe so rüber. Okay. So. Ja, ich sollte die auch mal hoch. Nein, du nicht. Jo. So. Oh. Ah. Okay.
Ja, Hauptsache Brühl hat es überlebt, der gierige Geizhals. Ja, ich mach die Kugel hier. Der Mistkäfer, der ja, ist Kugel ein rollt. So. Ach so, ja, Moment. Hey. Ja. Ach so, kommt ihr nicht? Warte so. Mal. Müssen uns hochziehen. Kommen sie rauf, kommen so. Sie rauf. Es backt gerade wieder ein bisschen, ja. Ne? Ah, diese blöden Haken, du. Ging das hier irgendwann mal auf hier? Nee, oder? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ah, hier ist noch, hier oben ist noch eine Feuerstelle. Seht ihr? Ja, warte mal. Ich brauch da nochmal jemanden. Könnt ihr euch aufeinander stellen und Kugeln machen? Moment, warte mal, halt, Kugel. Warte. Ja. Jetzt. Das wäre super. Ich bin nicht auf dir. Doch, Moment. War kann man das hier? Nicht einfach anschießen? Jetzt geht's. Ja! Wie geil! Komm! Was ja! Ja, sehr gut! Fuck you, wie geil ist das denn? Sehr gut. Das war bestimmt so vom Spiel gewollt. Ja, 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 ja. Ohne Menschen, da geht das. So. Ey. Jetzt könnt eventuell wieder Gegner auftauchen, könnte ich mir jetzt vorstellen. Eventuell. So ein paar, ja. Schieß mal mehr Gegner, aber ich habe schon die Gold-Herausforderung. Ich brauch keine Gold-Herausforderung. Doch, doch. Waffe. Hier, komm. Bomben. Jawohl. Ja. Du versuch mal sozial zu sein, auch mal nett. Bin ich doch immer. Nee, ist ja nur ein bisschen Spaß. Wir sagst dann, doch, nee, ist immer nur Spaß. Jetzt sag mal. So ein sozialer Mensch und du sagst, nee, guck mal, hier sind noch Steine. Holt sie euch. Ah, danke, Bruder. Holt sie euch, holt sie euch, ja. Holt sie euch, leg nur eine Bombe hin, kein Problem. Ja. Bist du ein Honk? Was ist? Ich bin heute mal nett und so wird's mir gedacht. Nee, ich mag dich, Bruder. Du bist toll. Du bist der netteste Panda, den ich kenne, aber auch der einzige. Den du kennst, oder? Der einzige Panda, den ich kenne. Das ist ja... Ja. Dann glaube ich dir das sofort. Ich gehe dann schon mal. So, ich gehe auch mal. Edelsteine. Ah! Ha, du warst so nett, Bru. Ja, ich hab nicht... Ich drück die ganze Zeit, ich schwöre dir. Ich lasse nicht los. Okay. So. Wie kommst du jetzt hoch? Weiß ich nicht, ihr müsst die Schalter drücken. Ja, ich glaube, so wird das nicht funktionieren. Ah, warte. Ah, okay. Im Moment, das eine muss ja noch... Ah, im Moment, hier ist ein Schalter. Jetzt. Yep. Aha. Aha. Wahrscheinlich kommen jetzt wieder ganz fiese Kokos. Jetzt kommst du trotzdem nicht hoch. Doch. Ah, klar. Ja, pass auf, es okay. Schadet dir das Feuer dann? Feuer heiß. Ja, ich habe das gelernt mit 3 oder 4 Fokker. Feuer heiß. Feuer heiß, nicht ja, anfassen. Bei mir bist du halt durchs Feuer gerade gegangen und es hat dir keinen Schaden gemacht. Ja, weil ich das kann. Der Bro geht für dich durchs Feuer. No. Oh, das ist voll, ist on fire. Was jetzt? Er ist on fire, genau. Ist Pandas on fire. Ja, wir müssen hier wahrscheinlich irgendwie wieder den Schalter oder so drücken, damit da Gas rauskommt. Es leckt gerade ziemlich bei mir. Ja. Ja. Aber, naja. Wie geht kann denn man das? Hier runter? Nee. Wir müssen... Schau ich nochmal zurück, irgendwas? Ja. Das gibt's doch nicht. Hier, vielleicht wenn obwohl, wenn ich hier auf den Schalter stehe. Oh, das ist heiß. Das ist thermale Quelle oder sowas. Das Wasser ist ziemlich heiß. Aber jetzt kommt ihr ja nicht dahin, oder? Schafft ihr? Nee. Nee, irgendwie? Das wird keinen Sinn ergeben. Nicht ins Wasser, ne? Sieht auch sehr schweflich aus, irgendwie. Also entweder haben wir wieder mal was übersehen, oder es packt gerade wieder rum. Gibt's ja ich gar bin nicht. Gerade zu doof, da hochzukommen. Nee, erst müssen. Auf den anderen. Auf die rechte. Kitty, wir glauben an dich, du schaffst das. Hä, du fliegst bei mir. Ah, jetzt geht's. Ah, oh Mann, oh. Das geht's doch nicht. So. Einfach nur schräg rechts, genau. So, ja, und jetzt rüber. Oh, yay! Yay! Geil. So, jetzt komme ich aber trotzdem nicht. Jetzt aber nochmal hier. Könnte sein, dass wenn wir jetzt nochmal den Speicherpunkt laden, dass wir hinter der Gittersäule da sind? Also wir müssen dann wahrscheinlich die Gitter. Runter? Ach, jetzt! Wir müssen oder alle nicht hinter. Ach so, hä? Ach so. Aber wir waren schon mal alle da, oder nicht? Ja. Oh, nein. Was ist das denn? Oh, weg! Fluchtsequenz, ja, Fluchtsequenz. Oh. So. Lalalala, Fluchtsequenz, Hilfe. Ah. Haben wir eigentlich zu Genüge bereits?
doch gar nicht mehr springen. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gegen, Gott, ah! Das ist ein Gegner, das ist schnell, Fugger! Lass uns doch mal zu respawnen. Fluchtsequenz, renn nicht so schnell, bleib stehen, damit wir alle sterben. Ja, stehen bleiben bei den Krokos, ja. Die waren ganz nett zu dir. Oh, ich kann nicht laufen. Yay! Weiter, weiter! Wozu bin ich jetzt? Wir spawnen immer im Tod. Nein! Ja. Brenne! Hilfe! Du brennst wirklich? Ja. Ich will nicht brennen. Ich guck die ganze Zeit auf Brugger. Ich denke die ganze Zeit, ich bin grün. Also wenn man da zu zweit da durchläuft, geht das einfach irgendwie nicht. Da Geld. Yeah! Geld. Ganz viel Geld. Und Mann, du schaffst dich wieder. Ich wollte jetzt auch die Rolle machen und bin erstmal hängen geblieben. Oh. Mann. Yay, feuerfrei. Hä, wir kommen jetzt richtig gut voran irgendwie. Es geht auch echt nicht lang, das Spiel, glaube ich, ne? Nee. Ba, 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 ba. Jetzt haben wir schon mal die Füße, also das Fundament. Das steht schon mal. Es müssten jetzt noch vier Teile sein. So, was? Zurück zum Schrein. So, mal schauen. Alles hat wieder Bluger geschafft. Ja. Gar nichts. Wir nichts. Wir haben Schädel übersehen. Was? Das kann ja nicht sein. Ach nein, wir haben die Amidfliesen übersehen. Das waren diese bei der Fluchtsequenz eben. Ach so, ja. Gibt Schlimmeres. Da tritt auf alle. Ja, okay. Naja. Aber man muss auch sagen, also Bru spielt auch, finde ich, am besten von uns. Also hat er sich ruhig seine ganzen Trophäen. Nee, ist echt so. Ich verstehe den Spott. Nee, Bru, ernsthaft. Du killst die meisten Gegner und so. Ich meine, das ist jetzt nicht zum. Doch. Ja. Oh, 1000, ich kann sie öffnen. Ui. Ungewöhnliches Amulett. Ja, das habe ich auch gerade bekommen. Habt ihr alle bekommen? Dann ist doch ich hab das gerade bei der anderen Kiste bekommen. Sehr. Gesundheitsaufladung, Munitionsaufladung und Bombe aufladen. Aha. Wieso hab ich das jetzt doch nicht? Wie doof ist denn das? Wieso habe ich kein Hitman-Outfit? Ja, das finde ich auch nicht. Das finde ich doof irgendwie. Wo ist denn der Granat? Ach, da. Flump. So. Flump. Kann ich euch damit verletzen? Das wäre natürlich nicht so toll. Das streut ja gar nicht, das Granatwerk. Beziehungsweise gar nicht ungenau. Hä, wieso? Achso, ich hab das Megasturmgewehr. Nee, also irgendwie habe ich das Amulett doch nicht. Komisch. Ja, na gut, das also, bringt, glaube ich, euch allen was, weil damit laden wir Lebensenergie auf, wenn ich es voll habe und so weiter. Aber es liegt bestimmt nicht daran, dass das Spiel verbuggt ist. Das nein. Nee, auf keinen Fall. Nee, dann wird es doch nie liegen. Nee. Also das Spiel läuft bis jetzt einwandfrei. Flüssige 1200 FPS. Das ist ja. Ich hab da gedrückt. Naja. Schon wieder. Kamera. Okay, ich dachte, wir sterben jetzt alle. Also bei mir hat schon irgendjemand gestorben. Ich war tot. Ich weiß nicht warum, aber... Echt? Wir waren alle tot, wir haben 0 Punkte. Oder... Nee, ich glaube, das ist normal, wenn man da rauskommt. Okay. Mann, was ist denn los? Ey, wo ist hier, das leuchtet blau. Hier waren wir drin, oder? Waren wir doch. Da waren wir. Aber ich dachte, dort, wo es leuchtet, dort waren wir noch nicht. Ja, stimmt eigentlich. Aber doch, hier waren wir. Oh, hier da war der Schädel da oben. Genau, da war der Schädel. Ja, ja, stimmt. Aber ich dachte, können wir da abbrechen jetzt irgendwie? Vielleicht leuchtet es, weil wir nicht alles eingesammelt haben, kann das sein? Warte mal, kann ich das... Wir können einfach wieder rausgehen. Er drückt einfach alle auf bereit und jetzt wieder rausgehen. Ja, und jetzt gehen wir raus. Ah. Sehr schön. Jetzt versuchen wir, den Schädel zu holen. Der ja gar nicht in utopischer Höhe ist. Da ist eine Box. Irgendjemand ist unten bei mir, Foka. Du bist bei mir ganz unten. Ja, bei mir ist jetzt schwarzer Bildschirm, ich sehe nichts. Aber tut mir leid, es liegt an mir nach dem Spiel. Oh Mann, ey. Ich habe gerade Schaden bekommen, aber ich sehe nur schwarzen Bildschirm. Yay. Lag nicht an uns, Foka. Nein, es lag nicht an euch. Also ich kann es auch nicht nachweisen, weil ich sehe absolut gar nichts. Oh Mann. Tötet mich doch einfach, dann könnt ihr weitergehen. Ups. Also dabei solltet ihr auch nicht selbst töten. Und das dauert auch ewig mit den Bomben. So. Okay, Fokker ist tot. Yay, er ist tot. Er lebt immer noch. Ich sehe noch immer nichts. Entsteh auf, Männchen. Jetzt ist er tot, okay. Könnt ihr jetzt weitergehen? Oh, nee, die Kamera hängt immer noch an Foka.
Oh, Foka, was machst du denn immer? Tut mir leid, dass ich das Spiel gehackt habe. Oh, jetzt bist du weg. Sag mal wiederbeleben, weil es kann sein. Warte noch. Okay. Dann hast du mal den Schädel und dann. Ah, seht ihr die Kamera? Also. Ja, wir haben jetzt gute Kamera. Okay. Ich join am besten gar nicht mehr. Oh, 5 kupfernes Geist Ank des Hep. Hep. Haben wir bekommen. So. Darf ich langsam wieder spawnen oder? Ja, versuch's mal. Drück mal. Nee, schwarze Kamera, ich sehe nichts, töte mich wieder. Jetzt ernsthaft? Was? Ja! Dann geh mal kurz raus und komm wieder rein ins Spiel. Ich kann nicht ins Menü. Dann halt F4. Oh. Ja, das geht ja nicht anders. Ja, nee, das nervt halt ein bisschen mit dem Spiel, muss ich sagen. Was ist das da hinten? Da ist was. Was? Oh. Da ist doch was. Weiß ich nicht. Ist das noch ein Schädel? Hoch. Das schaut so aus, oder? Da ist noch ein Schädel hinter. Was? Da ja, unten? Wirklich. Aber soll ich wirklich rausgehen? Weil wenn ich jetzt rausgehe, dann bricht das Spiel bei euch auch ab. Boah. Nö, dann laden wir dich noch ein. Fertig. Okay. Okay. So. Da war aber echt noch was. Was aussah wie ein Schädel. Ja, ich hab's auch gesehen. Ja. Du hast alles gesehen, ne? Ja. Es war voll seltsam, der Bildschirm war schwarz, ich habe die Lebensanzeigen gesehen, aber sonst gar nichts. Ich schneide sowas auch nicht raus. Ich meine, Let's Plays sind ja immer so ein bisschen Kaufempfehlung. Also Leute, ihr müsst wissen, was ihr daraus macht. Sag ich mal so. Ja, also es macht auf jeden Fall Spaß hier im Koop, aber ist halt ein bisschen buggy. Ja, leider. Spielt mit Leuten, die ihr kennt und nicht mit irgendwelchen Bildfremden. Da macht's vielleicht Spaß. Wer ist dieser Foka überhaupt? Ja. Ich kenn den gar nicht. Der redet so komisch. Ah, und hat Ausländer, tut mir leid. So eine komische Robbe ist, das habe ich gehört. Ja, ihr müsst übrigens wissen, vielleicht liegt es auch an uns, weil der Bruger wohnt ja in Belgien, die Trash das Money in Norwegen, ich wohne halt in der Schweiz und die Kitty wohnt im, wo war das, Zuckerwatteland. Genau, das sind halt relativ große Distanzen, die überwunden werden müssen. Ja. Und da kann das Spiel halt auch nichts dafür. Nee, das ist. Ja, das Internet ist ja eine Neuheit. Das. Ja. Also wir haben ja so Büchsentelefone, wisst ihr. Und darüber läuft das Spiel halt. Wenn die Schnur nicht gespannt ist, dann haben wir manchmal Probleme, ja. Ja, genau. Wo kann nach Hause telefonieren? Ich glaube, wir müssen nach unten links. Was ist jetzt, meinst du damit IT jetzt gerade? Genau. Ach so. Was das mit den Büchsentelefonen zu tun hat, keine Ahnung, aber gut. Aber wir telefonieren. Nee, das Spiel läuft über die Büchsentelefone. Wir reden über Skype. Was ist denn jetzt mit dem Schädel da hinten? Lassen wir den jetzt? Achso, das ist da oben hinter der Wand. Wir können ja mal gucken, der Part ist eh gleich vorbei. Wie sind wir überhaupt hier hingekommen? Ich hab's nicht verstanden. Wir sind da rausgegangen. Wo war der denn, Kitty? Wo war der nochmal? Hier oben, ne? Da oben. Aber wenn Bru den nicht sieht, dann haben wir den schon. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja, dann war das gerade. Oh. Jetzt ist Glitch, der Drops gelutscht. Wegen Foka. Wieso? Foka, was hast du da wieder getan? Wie wir halt alle voll die Bodenturner sind. Ja. Voll gut. Oh ja. Sieht cool aus. Hey. Springen wir einfach runter. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube immer weiter runter, wieder zurück. Wieder in die Mitte wahrscheinlich, oder? Da könnt ihr mal gucken jetzt, genau, lasst mal in der Mitte. Oh. Sehr gut. Wollen wir nachher, wo ist eigentlich das Wasserrad? Ja. Da ist es doch. Du bist gerade runter am Wasserrad. Das war eine Anspielung auf den einen anderen Part, so, wo wir 500 Mal wieder gepult haben. Das Wasserrad. Guck mal, hier ist das Wasserrad, Foka. Siehst du? Da ist das Wasserrad. Da ist ein Schädel, aber den haben wir schon. Ja, ich sehe ihn nicht. So. Hier ist, ah, den haben wir auch schon. Das ist die Mitte und dann sehen wir jetzt. Ja, wunderbar. Ist Osiris stark genug, um Sobek zu bezwingen? Noch ein Fragment und wir müssten bereit sein für ihn. Was? Was? Warte mal. Was? Hier auf der anderen Seite sind noch ganz viele Fragmente. Der Kopf, die Krone, die Arme und Rädchen. Was? Das ist ein Gehirn. Guck mal hier, geht mal an die Kiste. Ich habe jetzt Carter Hitman schon wieder. Ja, hey. Hab ich jetzt auch. Drücke. Ich bekomme jetzt nochmal ein Tutorial. Ach, das ist aber nur für Carter dann wahrscheinlich. Horus Hitman habe ich hier Horus noch. Also kann Foka das jetzt auch nehmen? Ja, ich bin auch Hitman. Ich auch. Isis Hitman.
Leertaste. Das sieht, also, das sieht aber bescheuert aus bei mir mit Select dem Tab. Und dann, also bei mir ja, ich habe auch Hitman. Ja, wir alle Hitman. Mal eben gucken. Ja, wie geil. Ah, wie, das ist ja richtig boah cool. Aber bei mir und Kitty sieht das kacke aus. Ja. Ihr habt so schicke Hüte. Nee, ich lasse trotzdem so. Na so gut. Ich bin der Hitman. Ich glaube, der Part ist auch fertig. Okay, dann schreibt noch was Nettes in die Kommentare. Lasst ein bisschen Liebe da, wie der Brugheimer sagen würde. Ja, Liebe. Schaut bei den anderen auf die Kanäle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe auf für Foka. Liebe für Foka. Oh, sorry, hat jetzt die falsche. Hashtag ein Herz für Foka. Ja.